Alles ist bereit für die Testesser. Ob sich die harte Arbeit der letzten Wochen gelohnt hat? Was sagen die Gäste zum neuen Angebot und zum Ambiente? Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Tolle Idee. Also ich finde, das ist recht frisch geworden. Also es ist ein bisschen heller geworden. Nicht so viel Kitsch, sondern das was eben dazu zum Western gehört, das sieht man auch. Okay, jetzt können wir doch so losgehen. Okay. Beim ersten Testessen war die Möhren-Ingwer-Suppe geschmacklich zwar in Ordnung, hatte allerdings kaum etwas mit dem Thema Wilder Westen zu tun. Vermittelt das ohne Soßenfix zubereitete Chili con Carne heute mehr Cowboy-Flair? Also die Vorspeise ist eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Unheimlich gut gewürzt. Sie war lecker, sie war scharf, so wie man sich vorstellt, wenn man in Mexiko wäre oder sowas. Richtig schön. Und ich kann mir vorstellen, wenn die kalt wäre und ich jetzt im Kühlschrank, würde ich abends noch beigehen und noch mal heimlich rangehen, weil sie lecker ist. Das Chili, eine Gaumenfreude also und auch ein echter Augenschmaus. Draußen steht der neue Smoker bereit. Nun müssen die bereits gewürzten Rindersteaks für gut 10 Minuten gegrillt werden. Genug Zeit für ein Männergespräch. Wie fühlst du dich jetzt nach einer Woche? Fantastisch. Du hast so viel für uns schon erreicht. Also, ich kann es nicht in Worten fassen. Das allergrößte Geschenk war mit der Bank. Dass du uns so da runtergeholt hast, dass ich nicht mit 100 noch zurückzahlen muss. Das ist einfach fantastisch, Frank. Ja. Danke dir. Ja, das war meine größte Sorge, dass man das nicht mehr schaffen kann, aus eigener Kraft. Und da hat Frank uns eine große Last von den Schultern genommen. Dank der Hilfe von Frank Rosin ist die Grundlage für den Neuanfang gelegt. Aber noch haben die Gäste den Hauptgang nicht probiert. Können die Steaks aus dem Smoker mit Krautsalat und gebackenen Kartoffeln bei den Gästen punkten? Die Hauptspeise war sehr lecker. Also so zartes Fleisch habe ich noch nie gegessen, muss ich mal so sagen. Die Hauptspeise war sehr gut. Das Fleisch so ziemlich zart, also richtig lecker mit den Salaten dazu. Also das war richtig, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein Wildwestern-Menü. Stimmt. Statt chaotischer Essensberge gibt es nun appetitlich angerichtete Western-Steaks mit schmackhafter Beilage. Vor dem Dessert legen Elke und Little Wolf einen Line-Dance aufs Parkett. Die kleine Show-Einlage kommt bei den Gästen gut an. Doch gilt das auch für die Pancakes. Die gehen mit Eispraline und auf Blaubeerspiegel an den Start. Die Nachspeise war sehr gut. Also mit dem Eis, dieses Karamelleis, kannte ich jetzt so auch noch nicht. Würde ich mir auch wieder bestellen. Ja, also das kann man mit letztem Mal gar nicht vergleichen. Also das würde ich, ist eine Steigerung von 100%. Und auch optisch überzeugen die Pancakes hundertprozentig. Aber jetzt wird es noch mal ernst. Die Gäste bewerten die Leistung des Saloon-Teams erneut. Wieder vergeben sie Punkte für das Essen, den Service und das Ambiente. 0 ist die schlechteste und 10 ganz klar die beste Punktzahl. Ja, ihr Lieben, wir kommen zum Ergebnis. Ihr habt beim ersten Testessen 19 Punkte bekommen, was für ein Lokal und für ein Restaurant eine Katastrophe ist. Heute hatten wir das finale Testessen. Ihr habt nämlich von 50 möglichen Punkten 44 erreicht. Pure Freude bei der Saloon-Mannschaft. 44 von 50 Punkten. Das ist eine Steigerung um mehr als 100%. Ein fantastisches Ergebnis. Die Vorspeise konnte um 6 Punkte zulegen. Die Hauptspeise hat mit 10 Punkten alle Rekorde gebrochen. Service und Ambiente haben sich um je 4 Punkte gesteigert. Ein Triumph. Ich möchte jetzt auch noch mal was sagen. Also wir stehen hier 4 vor dir. Sind eigentlich immer noch total geplättet von dem Ganzen, was uns eigentlich so überrascht, überwältigt hat. Und wir möchten uns bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du das hier so angenommen hast. Das war so eine schöne Zeit, das werden wir unwahrscheinlich vermissen. Ich muss dich einfach nochmal machen. Also
Also am Anfang war es eigentlich das Aus. Und jetzt ist es natürlich eine riesen neue Chance. Und die werden wir nutzen.